Die neuen Corona-Verordnungen der Bundesregierung sind nun schon fast 2 Wochen alt. Bevor diese überhaupt in Kraft getreten sind, wurden sie von mancher Seite als unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger bezeichnet. Ob es sich hierbei tatsächlich um unverhältnismäßige Eingriffe handelt, möchte ich heute Abend mit Kartellbruder Prof. Dr. Korbmacher besprechen. Vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst. Bevor wir in das eigentliche Gespräch einsteigen, möchte ich dich einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank. Ich bin hier eingeladen worden, weil ich seit 2008 Richter am Bundesverwaltungsgericht bin und mich dort mit vielen Fragen des öffentlichen Rechts beschäftige. Mit dem Infektionsschutzrecht hat sich bei uns, glaube ich, noch kein Kollege vor dem Jahre 2020 intensiver beschäftigt, sodass da also auch keine besondere Expertise vorhanden ist und ich mir dann zutraue, darüber was zu sagen, jedenfalls was die Grundzüge angeht. Ansonsten beschäftige ich mich eigentlich mehr mit Umweltrecht, aber im weitesten Sinne hat das ja bestimmte Bezüge. Mhm. Um vielleicht mal konkret auf die aktuellen Corona-Verordnungen einzugehen, was sind denn die rechtlichen Voraussetzungen, damit Corona-Verordnungen überhaupt eingeführt werden können? Die rechtlichen Grundlagen für solche Verordnungen sind im Infektionsschutzgesetz geregelt. Wenn man eine Rechtsverordnung erlassen will, braucht man immer eine gesetzliche Grundlage. Das ist so eine Art Normenhierarchie. Das Gesetz muss regeln, dass eine Regierung, hier sind es die Landesregierungen, Verordnungen erlassen dürfen. In der gesetzlichen Grundlage muss auch das Maß und der Umfang der Ermächtigung geregelt sein. Dann können die Ermächtigten, das sind, wie ich gerade gesagt habe, die Länder, solche Verordnungen erlassen, indem sie für ihren Bereich, also für ihr Land, bestimmte Regelungen erlassen. Und das ist hier geschehen. Und das erklärt auch, warum wir unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Bereichen der Republik haben, warum es eben Landesregelungen sind, die auf einem Bundesgesetz beruhen. Mhm. Ich habe das am Anfang in meiner Einleitung schon erwähnt. Es ist immer wieder die Rede von dem Verstoß gegen die Grundrechte bzw. der Einschränkung der Grundrechte. Kannst du mal genauer aufdröseln, um welche Grundrechte es sich dabei handelt, die eingeschränkt werden? Ja, du hast gerade schon einen wichtigen Unterschied gemacht. Es ist ein Unterschied zwischen Einschränkung oder Beeinträchtigung und einem Verstoß gegen Grundrechte. Eine Corona-Verordnung, die dir und mir und uns allen bestimmte Verbote auferlegt, beschränkt uns offensichtlich in unserer allgemeinen Handlungsfreiheit. Das ist das allgemeine Grundrecht, das jedem zusteht, Artikel 2 Grundgesetz. Verbote, Gastronomie aufzumachen oder zu besuchen, beeinträchtigt die Gastronomen in ihrer Berufsausübungsfreiheit, Artikel 12 des Grundgesetzes. Und so kann man das weiterspinnen. Verbote, Gottesdienste abzuhalten, berührt die Religionsfreiheit, Artikel 4 des Grundgesetzes. Also das sind alles Grundrechte, die durch die Verbote offensichtlich berührt werden. Jetzt ist die nächste, und das ist eigentlich die spannende Frage, ist das zulässig, dass bestimmte Handlungsformen, also bestimmte Äußerungsformen, auch Religionsfreiheit, ist es zulässig, dass ich das jetzt einschränke? Also ist das Berührtsein, führt das dann zu einer Beeinträchtigung, wenn, wie du gesagt hast, dann letztendlich zu einer Verletzung? Also dass eine Verletzung wäre dann eine unzulässige Beeinträchtigung. Und hier muss man dann unterscheiden, die Grundrechte sind zwar im Kern eigentlich alle gleichrangig, aber sie sind unterschiedlich ausgestaltet. Wir haben das Grundrecht der Religionsausübungsfreiheit. Das ist ein sogenanntes vorbehaltlos gewährtes Grundrecht. Das heißt, man kann nicht einfach durch ein einfaches Gesetz sagen, die katholische Messe darf nur 45 Minuten dauern oder 30 Minuten dauern oder es dürfen irgendwie nur 100 Leute rein. Das ist schwierig. Also das hat keinen sogenannten Gesetzesvorbehalt, der erlaubt dem Staat, das einzuschränken. Das ist bei der allgemeinen Handlungsfreiheit anders. Die ist einfacher einzuschränken. Da steht schon im Grundgesetz drin, das Nähere kann man durch Gesetze regeln. Damit wird schon zum Ausdruck gebracht, dass der Staat sich bei der Religionsfreiheit stärker zurücknimmt als bei der Handlungsfreiheit. Berufsausübungsfreiheit liegt auch dazwischen.
die kann eingeschränkt werden. Also man muss dann eben sehr genau gucken, was für ein Grundrecht ist betroffen. Ein Grundrecht habe ich jetzt noch nicht genannt, was aber auch natürlich in letzter Zeit gerade sehr populär oder wichtig geworden ist, die Versammlungsfreiheit. Also diese Corona-Leugner oder Querdenker oder wie auch immer die sich nennen, die haben ja von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit im öffentlichen Raum Gebrauch gemacht. Und auch das ist ein Grundrecht, jedenfalls wenn man im öffentlichen Raum sich versammelt. Das kann eingeschränkt werden aufgrund eines Gesetzes. Und dann ist die nächste Frage, wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, durch Gesetz das einzuschränken, dann muss das Gesetz seinerseits wiederum verhältnismäßig sein, das hast du schon angesprochen. Es muss, wie das Bundesverfassungsgericht immer so schön sagt, im Lichte des Grundrechts, was es beschränkt, ausgelegt werden oder überprüft werden. Es muss also berücksichtigen, dass es die allgemeine Handlungsfreiheit, die Berufsausübungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit einschränkt und muss die Bedeutung dieser Grundrechte wiederum berücksichtigen. Und dann kommt man in diese Verhältnismäßigkeitsprüfung rein und muss eben schauen, ob jetzt dieser Eingriff, diese Beeinträchtigung vom Schweregrad gerechtfertigt ist. Ich mache jetzt erstmal eine Pause, damit du wieder Luft holen kannst. Ja, kannst du vielleicht etwas näher auf den Prozess eingehen, wie die Gerichte und vor allen Dingen welche Gerichte die Verhältnismäßigkeit der Corona-Verordnungen prüfen? Kann ich gerne machen, aber zuerst gefragt ist eigentlich der Verordnungsgeber. Die Gerichte kommen ja immer nur als Überprüfungsinstanz dazu. Mhm. Der Verordnungsgeber, also die Landesregierung, sind an Recht und Gesetz gebunden. Und die müssen erstmal gucken, dass sie eine Corona-Verordnung hinkriegen, die all das berücksichtigt, was ich gerade gesagt habe. Es sind also nicht die Gerichte, die am Ende das zu gestalten haben, sondern der Verordnungsgeber ist aufgerufen, selbst zu schauen, dass er Regelungen hinkriegt, die, ich nenne es jetzt mal den Fachbegriff, geeignet sind, erforderlich sind und verhältnismäßig sind. Und dann, auch das ist noch zu erwähnen, die vor allem auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz standhalten. Also wir haben jetzt hier fast alle Grundrechtspositionen schon genannt, die es so im Grundgesetz gibt. Neben den Freiheitsrechten wie Berufsausübungsfreiheit, allgemeine Handlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit gibt es auch den Gleichbehandlungsgrundsatz. Das heißt, wenn ich jetzt eine Verordnung in diesem Bereich, Corona-Bereich, erlasse, da muss ich sehen, dass ich dann auch noch alle diejenigen, die ich beeinträchtige, beeinschränke oder beschränke in ihrer Handlungsfreiheit, gleich behandle. Mhm. Und das ist eigentlich das, was der Verordnungsgeber zu beachten hat und was dann auch die Gerichte überprüfen, ob das so geschehen ist. So, jetzt konkretes Beispiel. Wenn der Verordnungsgeber, wie das ja vielerorts der Fall ist, sagt, wir schließen die Gaststätten, es werden Tattoo-Studios, Fitnessstudios, Friseure und sonst was müssen ihren Betrieb einstellen und sind jetzt zu schließen oder sie dürfen nicht besucht werden, wie auch immer man das technisch ausgestaltet. Und ich lasse jetzt einen dann doch zu dem Baumarkt. Dann fragt man sich ja, warum um Gottes Willen darf eigentlich im Baumarkt jetzt eingekauft werden? Was ist denn der Unterschied jetzt zum anderen Einzelhandel oder zum Tattoo-Studio? Oder nimm den Friseur und irgendwie eine Massagepraxis. Der eine darf, der andere nicht. Beide erbringen Dienstleistungen nahe am Menschen. Da kann man sagen, die Infektionswahrscheinlichkeit ist doch wahrscheinlich gleich. Und das ist eins der großen Probleme, das wir in der letzten Zeit gesehen haben, diese Gleichbehandlung, dass man eben bei Erlass der Verordnung sehr darauf achten muss, dass man da zwischen den Einzelnen, die in ihrer Handlungsfreiheit beeinträchtigt werden, einen sachlichen Grund findet, warum man dem jetzt sagt, du darfst das und das nicht machen und dem anderen das erlaubt. Mhm. Das ist das. Du bist jetzt sehr genau darauf eingegangen, wie der Gesetzgeber seine Corona-Maßnahmen festlegt. Ja. Aber was passiert denn im Streitfall, wenn dagegen geklagt wird, wie die aktuellen Corona-Maßnahmen sind? Wie prüfen die Gerichte, ob der Gesetzgeber richtig gearbeitet hat? Ja, die Gerichte prüfen beim Gesetzgeber
Also Sie können natürlich auch überprüfen, ob der Gesetzgeber richtig gearbeitet habe. Ich habe jetzt vorhin von Verordnungen gesprochen. Da können die Gerichte, haben die Gerichte einen größeren Zugriff. Bei den Gesetzen ist es so, dass die Gerichte nur prüfen können, ob das verfassungswidrig ist. Und wenn Sie meinen, dass es verfassungswidrig ist, dann müssen Sie das dem Bundesverfassungsgericht vorlegen, weil das Bundesverfassungsgericht das Verwerfungsmonopol für Gesetze hat. Das ist aber vielleicht jetzt juristisch ein bisschen zu weit gehen. Lassen wir uns mal von den Rechtsverordnungen sprechen. Okay. Da überprüfen die Gerichte in der Tat das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Der Kläger kommt an und stellt die Behauptung auf oder beklagt sich darüber, dass er seinen Laden nicht aufmachen darf, aber der Konkurrent schon, weil das in der Rechtsverordnung unterschiedlich geregelt ist. Und dann ist genau das, was ich gerade schon gesagt habe, die Gerichte überprüfen, ist das eine, gibt es einen sachlichen Grund für diese Ungleichbehandlung? Wenn das der Fall ist, ist das in Ordnung? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist diese Verordnung zu beanstanden. Eine weitere Überprüfungsmöglichkeit oder ein weiterer Überprüfungsschritt ist dann, wenn ich diese Gleichbehandlungshürde genommen habe, die Verhältnismäßigkeit, das, was du schon angesprochen hast. Also ist es eigentlich ein geeignetes Mittel, um den Zweck zu erreichen? Ist es erforderlich? Gibt es ein milderes Mittel? Das ist zum Beispiel bei den Gastwirten die Frage. Wenn ich sage, um 23 Uhr dürft ihr kein Alkohol mehr ausschenken, ist das eigentlich überhaupt geeignet, ein Infektionsgeschehen zu verringern? Oder ist das ein ungeeignetes Mittel? Wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, ihr müsst um 23 Uhr die Kneipe ganz dicht machen? Oder ist das Anknüpfen an den Alkoholausschank eigentlich sachlich gerechtfertigt? Und dann kommt die letzte Stufe, dass man eben auch noch prüfen muss, ist es verhältnismäßig, belastet es den einzelnen Betroffenen in einer Weise, die ja noch zugelassen werden kann. Wobei diese letzte Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung eigentlich im Normalfall, daran scheitern die meisten Verordnungen nicht. Also, dass es grob unverhältnismäßig ist, ist eigentlich nicht der Punkt, sondern die Frage der Geeignetheit und der Erforderlichkeit des Mittels. Und diese beiden Prüfungspunkte gehören zur Verhältnismäßigkeitsprüfung dazu. Da drängt sich mir direkt die Frage auf, wie prüft ein Richter, der ja Jurist ist, die Verhältnismäßigkeit der Corona-Verordnung? Wie quantifiziert ein Richter die aktuelle Lage? Wird da ein Mediziner angerufen oder wer stellt da ein Gutachten oder wie läuft das? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Es hängt natürlich von dem Vortrag ab, der Beteiligten. Ja, das Land muss ja seine Corona-Verordnung verteidigen können. Das heißt, der Kläger kommt an und sagt, bei der Gleichbehandlung ist es relativ einfach. Bei meinem Nachbarn passiert eigentlich das Gleiche wie bei mir. Der macht Fußpflege, ich mache Tattoos. Wir beide kommen den Leuten nahe. Wir beide haben Schutzmasken auf. Warum darf er seinen Betrieb aufrechterhalten und ich nicht? Und dann wird das Land, das ja diese Verordnung erlassen hat, meistens sind ja da die Gesundheitsministerien beschäftigt, die müssen natürlich dann darlegen können, warum ist das so? Und das Gleiche wäre natürlich auch bei der Frage, haben wir Erkenntnisse darüber, dass in Kneipen ein besonders hohes Infektionsgeschehen ist? Und wir Verwaltungsrichter sind in der bequemen Lage, dass wir das abfragen können. Wir können ermitteln von Amts wegen und dann geben wir denen auf, legt mal da bitte, substantiiert und unter Vorlage von Gutachten, was auch immer, warum das hier so ist und das so und was an fachlicher Überlegung dahinter steht. Mhm. Wir können also Beweis erheben, du kannst dann auch jemanden laden und sagen, jetzt erklär mir das mal. Das ist ein bisschen eine Frage, ob das jetzt im vorläufigen Rechtsschutzverfahren oder im Klageverfahren ist. Das sind aber also vielleicht Unterschiede, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden. Vermutlich. Von welchem Zeitfenster reden wir hier? Also ich meine, das Tattoo-Studio, was 2 Wochen nicht aufmachen kann, das hat ja dann echte Probleme. Wie schnell können die Gerichte das entscheiden? Oder unterscheidet sich das von Fall zu Fall? Ja, die meisten Entscheidungen, die hier getroffen worden sind, sind im sogenannten einstweiligen Rechtsschutzverfahren getroffen worden. Das heißt, das ist ein summarisches Verfahren, bei dem
ein wenig andere Grundsätze gelten. Es gilt, der Amtsermittlungsgrundsatz gilt auch da. Aber hier ist meistens ein schriftliches Verfahren, ein rein schriftliches Verfahren, bei dem es darauf ankommt, dass die beteiligten Parteien schriftlich vortragen und entsprechend Sachen oder ihren Vortrag glaubhaft machen, soweit es um Tatsachen geht. Das heißt also, man gibt dann der beklagten Seite oder dem Antragsgegner auf, das glaubhaft zu machen. Wie er das macht, ist dann seine Sache. Also er muss das dann schriftlich durch entsprechende Gutachten oder fachliche Stellungnahmen der Landesgesundheitsämter oder was auch immer dann glaubhaft machen. Das ist der Fachbegriff, der in diesem einstweiligen Rechtsschutzverfahren gilt. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, jetzt, wir hatten ja über die oder Versammlungsfreiheit, weil du das angesprochen hast. Das ist dann oft so, dass es von jetzt auf gleich geht. Das heißt also, die Versammlung ist angesetzt für Samstag. Am Freitagabend kommt der Antrag beim Gericht rein. Wir sind verpflichtet, einen Notdienst aufrechtzuerhalten. Dann ruft das Verwaltungsgericht schon beim Oberverwaltungsgericht an und sagt, pass mal auf, ich habe hier einen Antrag. Je nachdem, wie ich entscheide, wird die Gegenseite wahrscheinlich in die Beschwerde gehen. Dann weiß man beim Oberverwaltungsgericht schon Bescheid und die bereiten sich dann vor, eben am Samstagvormittag zu entscheiden und dann haben sie unter Umständen nur ein paar Stunden. Man kann aber nicht hingehen und sagen, nee, das machen wir nicht, das ist uns jetzt zu kurzfristig. Also das kann man nur in ganz extremen Fällen machen, wenn man weiß, dass so eine Veranstaltung vorgesehen ist, dann müssen die Gerichte auch Vorkehrungen treffen, dass sie rechtzeitig entscheiden können. Das erfreut besonders die Kollegen Bundesverfassungsgerichte in Karlsruhe, weil die dann auch noch angerufen werden können. Und dann ruft eben Dresden oder Bautzen in Karlsruhe an und dann ist das Wochenende für drei der Kollegen dort auch gelaufen, weil die dann auch dastehen und sagen, wir müssen Rechtsschutz gewähren. Und das ist in der Vergangenheit auch schon wiederholt durchexerziert worden, dass dann eben Karlsruhe angerufen wurde und die dann nochmal in einem Verfassungsbeschwerdeverfahren entschieden haben. Du hast es in unserem Vorgespräch schon erwähnt, dass die gerichtlichen Urteile teilweise sehr unterschiedlich ausgefallen sind oder auf dem ersten Blick sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Hat das was damit zu tun, dass sie teilweise so kurzfristig gefällt werden mussten oder wirft das keine Fehler auf? Oder sind es überhaupt keine Fehler vielleicht? Ja, ich meine, wenn man wenig Zeit hat, dann kann die Prüfung auch nur so intensiv erfolgen, wie es die Zeit erlaubt. Das muss man ganz klar sagen. Es hat aber andere Gründe, warum die Entscheidungen so vermeintlich unterschiedlich ausfallen. Das eine ist, dass die Gerichte immer unterschiedliche Rechtslagen haben. Ich habe ja gesagt, wir haben 16 unterschiedliche Corona-Verordnungen. Da muss man sehr genau reingucken, was geregelt ist. Also zum Beispiel in Sachsen war bislang nicht geregelt, keine Höchstzahl für Versammlungsteilnehmer, also für Versammlungen unter freiem Himmel, politische Demonstrationen. Das ist in Bayern ganz anders gewesen und in Berlin auch wieder anders. Von daher haben wir ein ganz unterschiedliches Regelungsgefüge in den einzelnen Ländern. Das ist das Erste. Das Zweite, der Tatsachenvortrag, also was ist eigentlich geltend gemacht worden, das ist auch jeweils unterschiedlich. Und da muss man auch bei der Kritik oder bei der Würdigung von solchen Entscheidungen einfach vorsichtig sein. Wenn man nicht genau weiß, was dort geltend gemacht worden ist, wie die Tatsachengrundlage war und wie die rechtliche Grundlage ist, kann man zu solchen Entscheidungen oft wenig sagen. Und das Dritte ist letztendlich, dass wir strukturell einfach wir haben eine unabhängige Justiz und wenn wir das in der Breite gewährleisten wollen, dann brauchen wir mehr als 2 oder 8 oder 10 Richter. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass es zu unterschiedlichen Einschätzungen kommt. Genauso wie es bei ärztlichen Behandlungen wahrscheinlich, wenn du einen Patienten nimmst und einmal durch die Republik schickst, dann werden 100 Internisten 115 Meinungen haben. Und das ist ja auch das Bonmot, was man über Juristen sagt, 2 Juristen, 3 Meinungen. Das ist wahrscheinlich nur bei Maschinenbauern anders, aber das muss man einfach so sehen. Gut, ich denke, das war eine gute Schlussnote. Ich habe heute Abend sehr viel gelernt. Ich hätte sicher noch sehr viel mehr lernen können, aber ich glaube, dass wir hier einen Schlussstrich ziehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch etwas Neues gelernt haben. Und dann sehen wir uns sicher nochmal wieder. Vielen Dank. Ja,
Tschüss.